Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Rust-Einsteiger-Guides. Was erwartet euch in Teil 2? Übrigens Teil 2 von 3, da kommt nochmal eine Folge. Wahrscheinlich kommt die morgen. Und zwar, worum wird es denn gehen in diesem Teil? Wir haben in Teil 1 haben wir ja bereits, also Teil 1 werde ich nochmal hier verlinken. Und in Teil 1 ging es ja darum, erstmal so grundlegend, wie starte ich in Rust? Wie starte ich auf einem neuen Server? Was baue ich ab? Wie baue ich es ab? Und all diese Dinge. Am besten, wie gesagt, falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, oben ist es verlinkt. Schaut einfach mal rein. Und hier in Teil 2, ihr seht, es ist ein bisschen kürzer als Teil 1. Heute befassen wir uns erstmal damit mit einer Einstiegsbase. Wie baut man eine Einsteigerbase? Ja, wie ist eine Tür drin, Schlafsack, und wir haben auch wieder Action-Footage mit drin, damit ihr auch genau dieses Prinzip der Base erkennen werdet, was denn nachher in der Praxis dabei rauskommt. Deswegen werde ich euch noch einen kleinen Reinschnitt reinbringen ins Video und euch zeigen, wie es denn auf einem PvP-Server für gewöhnlich aussieht, wenn man am Anfang eine kleine Base hat. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und vergesst nicht, auch morgen in Teil 3 reinzuschalten. Also von daher, macht's gut, spannende Unterhaltung, euer Onkel Bogi. Ciao. Und wir gehen jetzt nach links hier hinten dran wieder und bauen in den Wald. Es ist immer ratsam, ich zeige euch das mal. Wir haben jetzt hier den Bauplan. Den Bauplan könnt ihr mit Rechtsklick gedrückt halten und könnt auswählen, was ihr hier bauen wollt. Ja, ob das eine Wand ist, ob das ein Türrahmen ist, eine Treppe etc. Ihr seht rot, no error, du kannst hier nicht bauen. Warum geht das nicht? Weil wir zu nah an dem Monument sind. Ja, aber wir haben auch hier, erstmal wichtig ist ein Fundament. So, cannot build in this area. Okay, klar, wir sind zu nah, wie gesagt. So, und auch da müssen wir jetzt schauen, hier ist der Bereich, hier fängt er an, wo man bauen kann. Das ist dieser Monumentschutz, ja, weil man kann nicht zu nah an diesen Monumenten bauen. Wenn ihr jetzt eine Hütte hierhin baut, dann ist die natürlich für jeden, der zu diesem Scrapper geht, ersichtlich. Was denkt man sich davon, wenn man das sieht? Man sieht den Scrapper und denkt sich, ah, da hat einer eine Hütte gebaut, der regelmäßig da reinläuft und die Sachen zum Scrappen rausholt. Diese Hütte könnte wertvolle Sachen enthalten, die spreng ich nachher. Ja, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein bisschen versteckt sein. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier zurück. Ist ja trotzdem nicht weit, ja. So, wir gucken mal, wir suchen uns jetzt mal eine schöne Stelle aus und fangen mal an, eine Hütte zu bauen. Am besten wäre halt eine kleine Senke. Man könnte auch auf so einem Hang bauen, da kann man nach unten schauen und immer ein bisschen gucken, ist jetzt jemand an dem Scrapper? Das machen wir jetzt auch mal. Wir setzen jetzt mal hin. Wir fangen an mit einer Einsteigerbase mit, oh guck, hier ist zum Beispiel zu hoch, ja. Das heißt, hier könnte ich schon gar nicht mehr bauen. Dann machen wir so. 2x2. Und ein Dreiecks-Foundation. Die Dreiecks-Foundation ist wichtig, ich zeige euch das gleich. Die setzen wir hier hin. Damit wir einen Eingang haben, wir brauchen nämlich zwei Eingänge. Wenn ihr in eurer Base steht, könnten draußen Leute warten darauf, dass ihr aus eurer Base rauskommt und sie euch die Base wegnehmen können. Ja, das heißt, am besten ist es immer zwei Türen zu haben, dann habt ihr eine Schleuse. Wenn wir jetzt hier, ich zeige euch es. So, ihr könnt jetzt hier mit Rechtsklick, wie gesagt, ihr wollt jetzt eine Tür. So, Tür. Jetzt hier müsste man jetzt springen, um hier reinzukommen. Ja, es geht noch, um hier reinzukommen. Hier ist es leichter reinzukommen, aber ich zeige euch gleich, was es mit dieser Tür auf sich hat. Das Problem ist es, wir können hier eine Tür platzieren, die entweder, ja, wie sehe ich das dann, die entweder von hier nach hier innen aufgeht, was schlecht ist, oder von hier nach rechts aufgeht. Und das ist der Trick. Die Tür, die nach rechts aufgeht, würde diese Tür hier blockieren. So, und das ist halt Sinn und Zweck davon, wenn wir jetzt das hier hin machen. Wir können jetzt mal testen, kommen wir da noch gut rein. Man kann reinspringen, man kann rauslaufen, weil manchmal hakt es und dann kann das, ihr kommt mit Loot zurück, Feinde jagen euch, ihr rennt und ihr wollt schnell rein. Ja, deswegen ist es halt immer wichtig, am besten einen ebenerdigen Zugang zu haben, wie hier. Ich brauche nicht springen, ich kann rennen, aber wenn ich eine Tür hierhin mache, kann ich diese Tür nicht durch eine Schutzwand blockieren. Ich zeige euch das gleich. Wir setzen jetzt vier Wände außenrum, also was heißt vier Wände, auf diese vier Plattformen halt. Warum baue ich keine Fenster rein? Fenster sind Einbruchspunkte, da kann man rein, das will man nicht. Wir setzen uns ein Dach drauf. Wir brauchen noch eine Dreiecks-Foundation hier draußen oben. So. Und ihr könnt nicht hingehen, sowas hier oben hinsetzen. Das sind Böden, ja. Jetzt haben wir eine Hütte. Diese Hütte würde direkt sehr schnell kaputt gemacht werden können. Einer kommt vorbei, sieht diese Hütte, haut dagegen. Und ihr seht, die Lebensenergie mit einer Axt, man kommt schnell rein. Das heißt, man sollte schnellstmöglich hingehen, diese Hütte aufwerten. Dafür braucht ihr den Hammer. Wenn ihr an der Wand geht oder auf irgendein Bauteil, mit Rechtsklick, ihr könntet zu Holz machen, zu Stein oder ihr könntet es zu Eisen unten machen. Nur das Eisen machen wir auf keinen Fall, weil das brauchen wir später. Es ist zu teuer in den Erhaltungskosten, denn eine Hütte braucht Erhaltungskosten. Diese Hütte würde zerfallen.
Ich zeige euch das gleich. Wir brauchen einen Bauschrank, damit eine Hütte nicht zerfällt. Ihr solltet, wenn ihr jetzt diese Hütte baut, noch nicht als allererstes den Bauschrank da reinstellen. Der Bauschrank ist teuer. Der kostet 1000 Holz, ja? Der hält eure Hütte am Leben. Wir hätten kaum noch Holz übrig. Wir brauchen ihn gleich, ja. Aber als allererstes, wir stellen keinen Bauschrank rein, wenn diese Hütte mit einem Hammer kaputt oder mit einer Axt kaputtgeschlagen werden kann. Jetzt haben wir den Luxus, wir haben Stein. Wir gehen auf den Boden. Stein, Stein, Stein. Machen alles zu Stein. Das kann man jetzt nicht mehr mit einer Axt kaputt hauen. Da könnt ihr mit einer Axt hauen, so lang ihr wollt. Mit der Steinaxt kriegt ihr das gar nicht kaputt. So. Türrahmen, Stein. Wir kommen mal, gucken mal, ob unser Stein ausreicht, um die Wände. Hier, seht ihr, wir haben keinen Stein mehr. Oh, jetzt müssen wir halt mit Holz weitermachen. Holz, Holz, Holz. So, was gibt es zu beachten? Weil wir haben jetzt auch gleich nicht mehr genug Holz, um die Decke zu machen. Na, doch, reicht. Jetzt wäre die Hütte erstmal so weit sicher, dass wir eine Tür reinsetzen könnten. Aber aufpassen, Wände. Hier ist eine Wand, die ist weiß. Hier ist eine Wand, die ist grau außen. Es gibt eine Softside und eine Hardside. Beim Holz ist das hier die Softside. Hardside ist dann quasi das gewölbte Holz. Hier, schaut mal, das ist die Hardside. Das zeige ich euch. Wir hauen jetzt hier mit einer Axt dagegen. Sie bekommt von außen nur ein Viertel des Schadens. Wenn ihr aber von einer Softside aus dagegen haut, macht ihr quasi, ja, jetzt ist die Axt kaputt gegangen. Ärgerlich, aber so eine Wand kriegt ihr nicht so schnell kaputt, auch wenn sie Holz ist. Aber von dieser Seite aus ist sie viermal so leicht kaputt zu machen. Also, seht immer zu, dass die weichen Seiten innen sind. Wenn ihr jetzt was falsch rum platziert habt, ja, ihr habt jetzt zum Beispiel angenommen, das wäre die Außen, wäre innen drin. Und ihr würdet dann sagen, oh Mist, ich muss das drehen. Nehmt den Hammer in die Hand. Drehen. Seht ihr, ihr könnt die Wand drehen. Das könnt ihr aber nur machen, kurz nachdem ihr gebaut habt. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht und ihr baut euch eine neue Hütte, seht zu, dass die Wände richtig rum platziert sind. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier einen Safe-Raum, aber es kann jeder, der hier reinkommt, euch umbringen. Also, wir brauchen eine Tür. Jetzt gibt es Metalltüren und es gibt Holztüren. Wir hätten normalerweise eine Holztür. Wir können uns jetzt schon eine Metalltür leisten, weil wir eben diese Metallfragmente gescrapped haben. Aber normalerweise habt ihr nur eine Holztür. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine schöne Holztür. Komm, ja, nehmen wir die hier. Ist ja egal. Dauert 29 Sekunden. Dann brauchen wir ein Schloss. Das braucht 75 Holz. Brauchen wir auch. So, den Wasserspender können wir draußen schon mal aufstellen. Wir brauchen eine ebene Fläche. So, und dann könnt ihr unten mit öffnen. Er hat 1 Milliliter Wasser drin. Das könnt ihr trinken. Und sobald es regnet und sowas, sammelt er Wasser und füllt sich. Ja, dann seht ihr hier unten, den Inhalt ist höher, hat eine Kapazität. Und da könnt ihr mit dem Trinken-Knopf dann wieder was trinken. So, während die Tür baut, wir bräuchten jetzt halt, jetzt haben wir haben ein Problem jetzt zum Beispiel. Wir haben Holz abgebaut, also unsere Axt ist kaputt. Wir haben nicht mehr genug Materialien, um uns eine weitere Axt zu bauen. Ich weiß, wir haben unten eine Eisenaxt. Wenn ihr jetzt sagt, Bogi, das ist auch eine Eisenaxt. Wir bräuchten jetzt Holz. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir unseren Stein weggeschmissen haben. Das heißt, wenn wir Holz brauchen, wir können jetzt so kloppen, wie wir blöd sind. Es bringt uns nichts. Hier, der Baum, auch wenn wir das X treffen, rechts unten, wir kriegen kein Holz. So, ihr müsstet euch jetzt wieder einen Stein craften. Ich zeige euch das unter, ja, da war er gewesen, unter Werkzeuge. Hier ein Stein. Klickt ihn an und er braucht 10 Steine und baut euch dann wieder einen Stein, den ihr dann habt. So, den Stein würdet ihr jetzt nehmen und gucken, dass ihr schnellstmöglich wieder auf die Materialien kommt, um euch eine Axt zu bauen. So, wir brauchen ja nur 200, ja. Das heißt, wir würden uns jetzt wieder einen Steinball bauen und wären wieder im Rennen. Aber, wie gesagt, wir haben ja hier unten auch diese Axt. Ich zeige euch mal den Unterschied von den Bäumenfällen. Wir gehen jetzt mal hin und nehmen jetzt mal die Eisenaxt. Erstmal kriegen wir hier zwischen 15 und 20 da raus. Aber schaut mal, wenn der Baum gleich fällt, da kommen jetzt ganz andere Zahlen an Holz raus. Wir brauchen sowieso Holz. Wir wollen den Bauschrank bauen und wir haben so 450. So, zack, nächster Baum. Wenn ihr so eine Eisenaxt findet, würdet ihr die, also ich würde euch empfehlen, die nicht mit nach außen zu nehmen, sondern als allererstes solltet ihr hingehen und diese Axt schön in eurer Hütte aufbewahren, weil es gibt nachher einen Research-Table, einen Forschungstisch. An dem könnt ihr solche Sachen herausfinden, wie sie gebaut werden und sie selber bauen. Weil, wenn ihr sie einmal verloren habt, ist sie weg. Ihr werdet getötet, dann liegt euer Rucksack auf dem Boden. Derjenige, der euch getötet hat oder einer, der über eure Leiche läuft, kann ihn mitnehmen, den Inhalt.
Es hat keinen Schutz von wegen, oh, man kann es ihm nicht wegnehmen. Außer ihr würdet in einer Safe Zone sterben, aber dazu später. So, jetzt haben wir Stein, Holz meine ich. Gehen in unsere Hütchen rein. Wir haben eine Tür gebaut. So, das ist genau das, was ich meinte. Schaut mal hier, rechts, links. Das wäre jetzt hier, sie würde nach innen aufschwingen. Das ist schlecht, weil wenn einer draußen vor der Tür steht, kann er rein. So, wenn ihr die Tür jetzt so rum platziert, dann könnt ihr sie so aufmachen und man kann nicht durch hier. Obwohl der Spalt ist, auch wenn ihr duckt, ihr kommt nicht durch, springen geht nicht, man kommt einfach nicht durch, ja. Das heißt, es ist ein Schutz. Wenn man doch hier die beiden Türen öffnet, dann können die doch gar nicht in die Base reinkommen, oder? Nein, die können aber reinschießen und es ist eine Holztür nur. Ja, aber die können rausschießen. Hast du was zum Schießen? Ja, Pfeil und Bogen. Okay. Und wir gehen mit den Sperren raus. Ich hab einmal gehakt, hittet. Hey, man. Hier oben ist alles voller Bambus, ne? Ja, sauber. Die Tür offen? Der Camp. Roffel, geh mal weg. Sehr gut. Happen. Da ist noch einer. Helft mir mal auf, da kann ich die Schütze machen und ihr könnt raus. Ah! Wir sind da hier reingesprungen. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet, der hat auch eine Cleaver und alles gehabt. Sehr gut. Ja, du musst mir aufhelfen, sonst ist die Tür bleibt. Mir auch. Ne? Nee, da kommt er gar nicht rein. Warum? Oben ist doch die Dreiecks Foundation offen. Ja, aber kommt er nicht mehr raus. Ach, der nächste kommt. Da ist noch einer. Ja. Ach, Mann, ey. Ist der Philly oder was? Nee, ich hab. Ah, okay, aber ich hab ja auch getötet. Ja, das ist sehr schön. Trotzdem braucht es 200 Sekunden, bis ich da bin. Wo ist mein Pfeil und Bogen da? Boah, der Heli geht ja richtig ab gerade. Oh, der nächste. Mach ein Blatt. Er ist tot. Ich bin auch verblutet jetzt. Echt scheiße. Naja, mach doch. Der Bogen ist drin, jo. Wie viele Leichen hier liegen, ne? Alle abschlachten, dann können wir gleich Furnace bauen. Hat einer eine Machete gehabt, weil einer hatte doch irgendwie ein Schwert oder so einstecken. Dass man die ganzen Leichen abbauen kann. Also ich kann oben nicht reparieren, warte mal. Autorisieren am Schrank bitte wieder und mach mal wieder autorisieren, nicht dass die hier einer dran war. Hier, pass auf, die. So und helf mir hoch. Philly, was hast du gesagt? Ob das Spiel immer so lange lädt. Früher 15 Minuten ungefähr. Ja. Achtung, ist gerade der nächste drin. Ja, drin. Jetzt nochmal. Seid ihr da, wo die Schüsse sind? Oh. Warte mal gerade, wir haben gerade einen bei uns in der Hütte drin. Oh. Wir müssen das vorne. Mach mal hier die Tür zu erstmal bitte. Kann die doch nicht zumachen. Achso, du kannst. Alter. Ist das spannend. Ja, für die Zuschauer spannend. So, jetzt ist es vorne zu. Das Dach oben. Das kann nicht mehr rein. Lass mal die Sperre aus dir rausziehen. Wenn ich jetzt diese Außentür in dieses Feld reingemacht hätte, hätte ich diese Tür nicht nach da schwingen lassen können. Weil da hätte ich die Wand drehen müssen. Das würde aber bedeuten, ihr habt es gelernt, Softside, außen, einer kommt, kann mit einer Pickaxe die einhauen. Also mit einer nicht, er braucht 7 Metall-Pickaxes, aber ist erstmal egal. Jetzt haben wir diese Tür. Wir haben ein Schloss gebaut, weil diese Tür kann jeder öffnen. Ja, jeder kann auf- und zumachen. Einfach hier platzieren. Es ist automatisch abgeschlossen. Ihr solltet schauen, dass es halt hier auf rot ist. Wenn ihr seht, es gibt einen Schlüssel zu bauen, braucht ihr nicht. Weil seit ein paar Rust-Updates ist es so, dass derjenige, der das Schloss gebaut hat, also sprich wir sind der Erbauer, dann können nur wir diese Tür öffnen. Ein Fremder würde kommen und würde diese Tür gar nicht öffnen können. Ja? Besser ist es, diese Seite nach außen zu haben, weil auch bei Türen gibt es Softside und Hardside. Hier ist die Softside, das ist die Innenseite eigentlich, aber trotzdem auch diese Softside. Pass auf, ich zeige euch das. Anfangs gibt es gar keinen Schaden an der Tür. Und die Axt nutzt sich sehr schnell ab, wie man unten sehen kann. Aber ab einem gewissen Schadenslevel wird er angezeigt. So, seht ihr, wie man sehen kann? Die Axt ist fast kaputt, die Tür hat gerade mal 10 Schaden genommen. Und das mit einer Eisenaxt, ja? Schaut mal, ihr müsst hier mit mehreren Schlägen machen, bis da mal ein Punkt runter geht. Ihr würdet an eurer eigenen Hütte natürlich nicht rumhauen. Aber nur mal, um zu zeigen, was Feinde erwartet, wenn sie jetzt sehen, hier innen drin ist jemand, ich möchte hier rein. Ja, dann viel Spaß, sollen sie erstmal die Wand einhauen, das dauert. So, jetzt sind wir hier drin, wir haben unser Haus. Unser Haus würde Schaden nehmen. Wenn ihr einen Hammer in die Hand nehmt, seht ihr die Hitpoints von den Wänden. Aktuell haben sie noch keinen Schaden, weil das Haus nicht so schnell zerfällt. Aber es kann zerfallen. So, ihr könntet das jetzt auch reparieren. Wenn ihr in 7 Sekunden ist die Tür reparierbar, dann warten wir die 7 Sekunden mal. So, zack. Und dann hat es unten ein bisschen Material verbraucht. Er hat uns ein bisschen Holz abgezogen dafür. Jetzt gehen wir hin und brauchen den Bauschrank. Dann zeige ich euch gleich, warum das so ist mit dem Bauschrank. Hier, Bauschrank. Dauert 30 Sekunden. Wir müssten in dem Moment jetzt noch keine Angst hier vor Feinden haben. Auch eine Holzdecke ist noch schwerer durchzuhauen als diese Tür. Ja,
selbst wenn da jetzt eine Gruppe von drei Leuten ist und die kloppt da rum und die würden mit euch reden. Also ihr könnt Hallo, wenn ihr V drückt, könnt ihr Ingame Voice, dann hören euch andere. Ja, wenn ihr hingeht und, oder ihr seid hier drin, ja, ihr hört draußen, oh Feinde, und die rennen auf dem Dach rum, weil sie hochgeklettert sind oder draufgesprungen sind und reden die ganze Zeit, open the door, please und so, ja, I need help. Glaubt nicht dran. Ist es Rust? In Rust ist alles feindselig. So, jetzt haben wir einen Bauschrank. Den platziert ihr am besten nicht hier mittig im Raum, weil er euch dann im Weg ist. Ihr macht ihn am besten in der Ecke, weil wir diesen Bauschrank nachher noch mit einer Tür absichern werden. Weil ihr wisst ja, wir haben eine 2x2 Foundation, das heißt, wir können da auch eine Tür reinbauen. Ihr könnt das ganze Ding auch drehen mit R, wenn euch das so im Weg ist, wie er da steht. Aber wir machen erstmal hin. Wir setzen ihn hier hinten in die Ecke rein. Immer so ein bisschen vor und zurück bewegen. So, perfekt, ja. Jetzt ist er hier hinten, schließt mit der Wand ab, nimmt uns am wenigsten Platz weg. Jetzt seht ihr, wenn ihr könnt diesen Schrank öffnen. Ihr seht, Upkeep-Kosten pro 24 Stunden. Diese Hütte braucht 98 Stein und 54 Holz. Es ist nichts drin im Bauschrank. Jetzt seht ihr rechts unten, Gebäude zerfällt. Also ihr geht rein, packt mal ein bisschen Holz und Stein rein. Dann seht ihr schon, okay, das ist halt hier an den Stein gekoppelt. Der nimmt natürlich immer das Niedrigste, den gemeinsamen Nenner. Und ihr seht, Upkeep ist 1 Stunde 10. Jetzt hättet ihr unten 34 Stunden, einen Tag 10 und 10 Stunden. So. Ihr hättet rechts unten 34 Stunden Bauzeit und das Gebäude würde erst nach 34 Stunden anfangen zu zerfallen. Wenn es zerfällt, öffnet sich nachher die Tür, die Wände fallen ein, die Decke stürzt ein und andere können hier rein an euren Loot. Jetzt ist es so, wir wollen ja rausgehen, weitere Rohstoffe farmen. Das heißt, wir gehen mal schnell hin, wir brauchen erstmal eine Kiste. Ist natürlich vorteilhaft, so eine große Kiste zu bauen, aber Leute, Achtung, Metallfragmente ist am Anfang ein absolutes Luxusgut. Wir arbeiten erstmal mit Holz, weil wir sind jetzt momentan so weit, dass wir hingehen und uns normalerweise eine Metalltür bauen wollen und ein Metallschloss. Wir können das jetzt, nicht weil ich das schon researched habe, sondern hier die beiden Sachen, die wir wollen, die sind heller hervorgehoben, sie gehen zu bauen. Ja, wenn ihr jetzt hier reingeht und hier unten ist nicht, weil die Rohstoffe fehlen. Ja, da haben wir zwar Metallfragmente, aber wir haben kein Schießpulver, wir haben keinen einfachen Kraftstoff, wir haben keinen Schwefel. So, jetzt geht es darum, aus diesem Material hier dieses hier zu machen. Das heißt, wir brauchen einen Ofen. Das nächste, was ihr anstreben solltet, wäre es, einen Ofen zu bauen. So, den Ofen findet ihr im Allgemeinen, der ist hier. Aber wir sehen, okay, Steine geht ja noch, die finden wir, Holz finden wir noch, aber einfacher Kraftstoff, wo finde ich den denn? So, erstmal eine Kiste platzieren, mit R drehen hier, damit ich ein bisschen Platz habe. Ich meine, wir haben genug Platz hier drin, aber später wird diese Hütte voll sein. Hier wird alles voll sein. So, jetzt gehen wir hin und sagen, okay, ich will keine Knochen, ich will kein Leder. Passt mal auf, auch das, es gibt Materialien, die könnt ihr in den Bauschrank reinmachen. Schaut mal, hier, das geht nicht rein, ja. Aber ihr könnt Knochen reinmachen, ihr könnt Fett reinmachen, ihr könnt Scrap reinmachen, Leder geht ebenfalls und auch diese Erze gehen reinzumachen. Ja, Holz behalten wir jetzt, ne, behalten wir nicht, wir haben ja Werkzeuge. Dieser Stoff, die sind ja diese Pflanzen. Stoff ist ganz wichtig, um einen Schlafsack zu bauen. Wir hatten ja vorhin gesagt, wenn ihr sterbt, dann könnt ihr hier nicht spawnen. Deswegen bauen wir einen Schlafsack. Den warten wir noch ab und dann haben wir alles, was wir brauchen für den Anfang. Wir haben unseren Bauschrank, die Hütte ist sicher, die Hütte hat eine Tür und wir können erstmal weiter Rohstoffe farmen, weil wir müssen jetzt daran arbeiten, eine Metalltür zu bekommen. Also Schlafsack irgendwo in die Ecke. So, jetzt habt ihr, den könnt ihr auch umbenennen, könnt ihr sagen, was ich, Bogey Base. Rename und dann heißt dieser Schlafsack so. Wenn ihr später tot seid auf der Karte, könnt ihr dann hier spawnen. Aktuell ist dieser Schlafsack gelegt und hat einen Cooldown. Da zählen dann 3-4 Minuten runter, bevor ihr hier spawnen könnt. Somit haben wir nun auch schon das Ende von Teil 2 erreicht. Aber morgen kommt Teil 3 und ich hoffe auch, dass euch Teil 2 weitergeholfen hat und jetzt nicht dran denken, oh, er hat ja draußen die Base, die Snail hat er gar nicht fertig gebaut oder sowas. Das kommt morgen alles in der Folge. Ich kann euch schon mal ein bisschen teasern, worum es morgen geht. Morgen geht es darum, wie baut man den Ofen? Wie kommt man an Low-Grade-Fuel? Welche Wege hat man dazu? Wie kommt man an Metall? Wie kommt man auf Kartenschloss? Wie kann man das dann mit Teammates sharen und so weiter und so fort? Das kommt alles morgen dann. Also von daher wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und hoffe, euch bei Teil 3 wiederzusehen. Also macht's gut, bis dann. Euer Onkel Bogi. Ciao.